Moin Leute, Cyrenox hier und heute mit einer schlechten Nachricht. Und zwar ist es leider tatsächlich vorbei mit dem Let's Play Dying Light. Ich weiß gar nicht, wie ich das euch erklären soll, weil ich weiß, viele Leute haben wirklich gerne die Videos gesehen und haben mir dabei zugeguckt, wie ich das hier durchspiele. Und es hat auch wirklich so Bock gemacht, das mit euch durchzuspielen. Aber aktuell ist es so, dass dieses Spiel auf jugendgefährdend gerutscht ist. Und zwar auf die Liste A von der BPJM, das ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und die hat beschlossen in Deutschland, dass dieses Spiel nicht mehr beworben werden darf, nicht mehr gezeigt werden darf, dass es in ein, ja, dass es zu gefährlich ist und zu krass ist, was da abgeht. Und ja, ihr wisst ja halt, wie das ist, ne? Man kann da sich nicht drüber setzen. Ich selber bin natürlich jetzt auch verpflichtet dazu, diese Videos rauszunehmen. Natürlich möchte ich mich rein aus der Vernunft auch dort anschließen. Was ihr noch nicht gesehen habt, in viel späteren Folgen kommt es auch wirklich dazu, dass man Kinder töten muss. Und das waren sowieso auch schon Bilder und Szenen, wo ich selber eigentlich fast gar nicht weiterspielen wollte, weil es einfach wirklich zu krass war. Und ich auch schon selbst überlegt habe, Alter, wie soll ich das zensieren? Ich mag euch das gar nicht zeigen, weil ich mich selber wirklich schlecht dabei fühlte. So, ich meine, ich bin auch ein ganz normaler Typ, weißt du, ich bin doch jetzt hier kein kranker Typ. Irgendwelche Kinder, ich weiß nicht, ey. Naja, das Thema ist jetzt halt leider damit gegessen. Es hat mega Spaß gemacht mit euch. Es tut mir auch wirklich leid, dass es so ist, wie es ist. Ich hätte es natürlich gern weiter Let's Played auch für euch so. Das hat mir Spaß gemacht. So, aber aktuell wird das Spiel halt geprüft, ob es in Deutschland irgendwann rauskommt oder nicht, ist noch unklar. Wir werden sehen. Es gibt einige Spiele, die es aus dieser Liste A geschafft haben. Und man müsste halt mal gucken, ob es dann tatsächlich eine Cut-Version gibt. Müsste man mal schauen. Ja. Was soll ich noch weiter dazu sagen? Ich danke euch vielmals. Und ich werde euch jetzt die Tage mit anderen Spielen erstmal überraschen müssen. Ich habe natürlich jetzt ein kleines Loch, dadurch, dass ich immer schon ein bisschen vorgespielt habe. Und jetzt muss ich mal schauen. Wenn ihr tatsächlich irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Spiele, die ihr aktuell sehen wollt, wo ihr Bock drauf hättet, ja, schreibt mir doch einfach mal Kommis. Und apropos Kommis, was haltet ihr eigentlich davon, dass dieses Spiel jetzt tatsächlich jugendgefährdend eingestampft wurde? Ja, gebt mal eure Meinung, das würde mich mal wahnsinnig interessieren. Und wir sehen uns dann halt in den nächsten Let's Plays, How-Tos, whatever. Und bis dahin macht's gut, Leute.